Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Osiris und Dorn in der Herausforderung. Ja, unser Ausflug in den Weltraum war jetzt nicht ganz so vielversprechend, wie ich mir das erhofft hatte. Müssen wir mal sehen, wie wir das Problem lösen. Aber derweil beschäftigen wir uns einfach mit etwas anderem. Ich glaube, ich kann das Licht mal hier ausmachen und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal hier die Überreste dieser Basis an. Und was ist denn das? Ist das ein Bäumchen? Ich muss mal hier hochfahren. Oh, eine Pflanze, die da ein bisschen komisch liegt. Okay, gut. Wenn wir aber schon mal hier sind, dann würde ich das mal hier einsammeln. Ja, da habe ich gerade mal die Gunst der Stunde genutzt. Habe gleich mal das Mikro leise gemacht, weil ich niesen musste. Warte mal, ich muss hier mal was reintun. Wow, ich kann nichts mehr. Okay, gut. Ich hoffe, das spawnt jetzt nicht weg. Nee. Das wäre ja schade drum, wenn wir das hier nicht mehr mit aufnehmen können. Ja, wir haben jetzt ein bisschen... wir sind ein bisschen voll, ne? Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen mitgenommen, weil ich nicht genau weiß, was wir im Endeffekt brauchen werden. Da kommen wir nicht hin. Und deswegen, ja, habe ich mal alles eingepackt, weil ich mir es, wie gesagt, nicht genau gemerkt habe, was wir auf alle Fälle brauchen. Gut, ich würde den auf alle Fälle mal anfangen, hier zu reparieren. Wir schauen mal rein, was wir davon erledigen können. Das ging aber schnell. Oh, wow. Ein Multiplikator. Ja. Kann ich einsteigen? Ja, da haben wir zumindest schon mal den. Den anderen werde ich wohl nicht fertig kriegen hier. Aber cool, dann haben wir doch einen Buggy. Aber ich glaube, ich habe kein Zeug mehr. Das heißt, ich würde erstmal hier rüberfahren, den Rest abbauen. Vielleicht kriegt man noch irgendwas. Vielleicht haben wir auch noch irgendwo eine Kiste, wo wir noch was looten können. Schauen wir mal. Na? So, dann haben wir den auf alle Fälle schon mal. Was ich allerdings machen könnte, ich hätte ein bisschen was reintun können an Ressourcen. Auf der anderen Seite brauche ich die ja vielleicht. So, hier, das Zelt können wir mal aufbauen. Halt. Injuries detected. Das Zelt bauen wir mal auf. So, da haben wir das schon mal. Wunderbare Sache. Und wir können mal reingehen. Jawohl. Können wir nämlich mal speichern. Kriegt man ein bisschen Gesundheit, Sauerstoff. Wunderbare Sache. So, ich kann mal hier was essen. Und dann können wir was trinken. Hydration satisfied. Ja, und dann ist es auch schon alle. Das ist auch wieder gut. Okay, ich schaue nochmal rein, ob wir hier noch ein paar Ressourcen haben, die wir eventuell brauchen. Das könnte sein. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Gut, ich fange mal an hier. Warte mal, ich fange mal hier hinten an vielleicht. Ob ich jetzt alles dabei habe, weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Ja, da fehlt uns ein bisschen was. Okay. Ja, und ich habe alles leider zerlegt, ne? Das heißt, ja. Gut, egal. Dafür brauche ich den Stoff und den Schrott. Und das bräuchte ich eventuell. Können wir auf alle Fälle zumindest mal die Werkbank hier setzen. So. Horst, da brauche ich die kaputten. Das habe ich nicht. Das habe ich gerade in den Buggy gesteckt. Naja, das ist ja ärgerlich. Warte mal. Hat er wirklich zwei genommen? Ist die Frage, kann ich das einfach wieder rausnehmen? Ich glaube nicht, ne? Ach ja, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ja, den werden wir ja wohl nicht nochmal looten können, oder? Der hat ja hier nichts. Nee, der hat nichts. Und dir das einfach wieder rausmopsen? Geht auch nicht, ne? Nee, geht auch nicht. Gut, dann ist das so. Hätte ja sein können, dass das klappt. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der sich verdoppelt.
Und ich hätte auch gedacht, dass der nur eins nimmt. Ich glaube, ich hatte vier Stück mit oder so. Oder vielleicht waren es doch plus drei, ist aber auch egal. Wir schauen einfach mal, was wir jetzt noch hier so hinbekommen. Und das ist ja auch so ein... Genau dasselbe, ne? Hm. Na egal, ich mach das mal jetzt. So. Nicht genug Glas. Nicht dein Ernst, oder? Da fehlt uns das Glas. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Dann machen wir das anders. Ich hole nochmal ein bisschen Glas und sonstiges, was wir noch so brauchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, machen wir das so. So, wir sind erstmal wieder von der Basis zurück. Ich würde sagen, wir versuchen mal den Buggy hier in Schuss zu bekommen. Mal sehen, vielleicht verdoppelt er sich nochmal. Aber das brauche ich dann eigentlich auch nicht. Das bin ich ganz ehrlich. So, da haben wir noch einen. Ja. Auch schön. Wunderbar. Haben wir hier zwei Stück stehen. Dann haben wir drei Buggies. Einen können wir zum Gastransport umbauen. Und den anderen ist dann Reserve-Buggy, falls uns wirklich mal der Wurm irgendwo erwischt. Wäre das eine feine Sache. So, Treibstoff geht uns aus. Wir haben, glaube ich, noch was dabei. Ja. So, da muss ich mal ganz kurz schauen. Da war, glaube ich, noch was. Ja, ja. So, wunderbar. Die können wir mal zurücktun. Injuries detected. So. Achso, warte mal, das hat man hier drin, ne? Das wäre nicht so gut, wenn wir das da lassen. Friede des Gebiet. Wäre nicht nötig gewesen, wir machen es trotzdem. Okay, also wir haben jetzt hoffentlich alles dabei. Und ich würde es einfach nochmal aktivieren. So, dann haben wir das. Hier hat man alles. Jetzt müssen wir noch die Rückseite machen. Und dann ist das hier auf alle Fälle schon mal fertig. Ich kann mal ganz kurz schauen, wie viel... Wir haben gar keinen Platz groß. Das ist nicht so schön. Ich hoffe, ich kann noch was ins Auto hier tun. Ansonsten wird es jetzt ein bisschen eng und wir verlieren eventuell was. Oh wow, da sieht es auch nicht so prickelnd aus. Na gut, schauen wir mal, ob das passt. Eine Leiterplatte fehlt mir. Hm, nein, nicht schon wieder, bitte. Nicht schon wieder. Leiterplatte, da haben wir sie doch, siehst du. Die Reserve-Leiterplatte. Sehr gut. So, und jetzt reißen wir das ab hier. Und es scheint so, als ob wir alles aufgenommen haben. Das ist okay. Das ist erfreulich. Gut. Können wir das zumindest schon mal so lassen. Okay, dann nehme ich den hier wieder auf. Wir reparieren das hier. Ich mache die Innensachen. Sehr gut. Und wir widmen uns der Rückseite. Und dann ist das hier auch erledigt. Dann haben wir das. Ja, wir sind halt viel zu voll, weil ich nicht wusste, was wir alles brauchen. Habe ich eben ein bisschen mehr mitgenommen. Ich denke, ist aber auch nicht das Problem. Gut, das sieht auch okay aus. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal schauen, ob wir das noch wegkriegen. Das kriegen wir auch weg. Das ist aber schicki. Gut. Okay. Ich kann wirklich nichts mehr reintun, ne? Bam, 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 bam. Na, euer ein, was könnte man vielleicht noch? Was haben wir noch? Das hier vielleicht. So, dann wäre das voll. Wir sind mehr oder weniger auch voll. Was könnte ich denn da unten noch gebrauchen? Kabel brauche ich, glaube ich, nicht. Um den zu reparieren. Hm. Warte mal, wir machen das mal anders. So.
Wunderbar. Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt hier nicht kommt. Ich hoffe es zumindest. Wir schauen einfach mal. Ja. Hydrazin hätte ich sowieso nicht dabei. Ja, da fliegt der erste Bahn davon. Das ist nicht so günstig. Zweite Bahn. Ja, das ist echt ein bisschen uncool. So, weißt du was? Vitals stabilized. Na süß, es geht doch. Platz ist in der kleinsten Hütte. Denn das war ja echt schade, wenn wir das hier lassen müssen. Ja, und da seht ihr wieder, wir brauchen wieder die roten Bauteile, das heißt die roten Leiterplatten, die wir nicht haben. Wir brauchen wahrscheinlich auch wieder Rubine. Zwei brauchen wir davon. Na. Ja. Drei Stück. Wow. Das ist heftig. Und einen Rubin brauchen wir. Krass. Brauchen wir da hier eigentlich auch einen Rubin? Brauchen wir nicht, ne? Komischerweise. Doch, hier auch, siehst du. Also zwei Rubine und drei Leiterplatten, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich brauchen wir sogar vier Leiterplatten, denn eine ungerade Zahl bei vier Antrieben, glaube ich nicht. Aber okay. Gut, wir haben das zumindest auf alle Fälle schon mal. Das haben wir erledigt. Habe ich noch einen Platz frei? Das wäre noch die äußerste Krönung. Jetzt muss ich das Häusle hier stehen lassen. Ist aber kein Problem. Wir kommen sowieso eventuell wegen dem Buggy wieder. Wegen dem Rover. Und dann ist es das. Ja. Gut, dann haben wir zumindest heute das erledigt. Zumindest so einigermaßen. Warum leuchtet das eigentlich? Achso. Oxygen levels dangerous. Aber komischerweise leuchtet das andere nicht, ne? Na gut. So, ist natürlich jetzt auch der Brüller, das hier. Achso, was haben wir denn? Haben wir denn eigentlich was drin? Nee, ne? Nee. Aber können wir was. Guck mal hier. Nee, dadurch plus Boden. Wenn ich aber auf T gehe, kann ich was upgraden. Tankhauler. Brauche ich drei von den Fässern. Haben wir nicht. Aber Fuel Reaktor, das können wir übrigens auch mal bei unseren anderen machen. Dann Cargo Hauler könnte ich noch einmachen, okay. Dann können wir nämlich uns das mit dem Treibstoff sparen. Das war mal so eine Idee. Ich finde, das war eigentlich eine nette Sache. Weil die Brennstoffzelle muss ja eigentlich auch bedient werden mit etwas. Naja. So, ich fahre die mal so hin, dass wir die in Sichtweite haben, dass wir wissen, dass wir die irgendwann mal wegräumen müssen. Zur Basis bringen müssen. Wie gesagt, einen machen wir zum Tanker, einen lassen wir in Reserve. Dann können wir uns nämlich an den Seen oder Geysieren, Gasgeysieren, da das entsprechende dann holen. Ne? Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und wenn da die Gaskanister draus sind, dann passen auch ein paar hundert Liter rein. Und wir müssen nicht mit den ganzen Fässern das immer machen. Jo. So, dann geht es hier erstmal nach Hause. Wir werden uns erstmal ausruhen. Wir sehen uns, ja, dann würde ich sagen, morgen früh wieder. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Also, bis gleich. So, willkommen zurück am nächsten Morgen. Ja, wir haben natürlich hier Besuch, aber das Gerät will irgendwie nicht sich aktivieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Rein theoretisch bräuchten die keinen Strom. Praktisch weiß ich es nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es nicht geht. Ja, ihr habt doch gesehen, ich habe die Solarpanel umgebaut. Das habe ich aber schon vor der letzten Folge gemacht. Beziehungsweise in der letzten. Ja, und bin gerade dabei, hier ein bisschen umzuräumen. Denn ich habe ja gesagt, wir wollen mal versuchen, ob wir das ein bisschen was davon reinbekommen. Und das werden wir einfach mal machen. So, dann nehme ich aber nur das mit, was wir wirklich vielleicht brauchen. Ja, wir müssen mal schauen, weil wie gesagt, alles können wir nicht mit reinnehmen. So viel Platz haben wir irgendwie nicht. Das ist alles sehr limitiert. Ich habe drin auch einen Schrank abgebaut. Das werde ich euch gleich drinnen zeigen. Das war jetzt nicht ganz so, ja,
erfolgreich, sage ich mal, wie ich mir das gedacht habe. So, das ist was zu essen. Das können wir eigentlich mal... Okay, sind wir voll. Dann trinken wir was. Das ist okay. Und... können wir uns noch eine Heilung... Vitals stabilized. Na siehst du, das geht doch. So, das können wir mal mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich habe drin... Am besten, wir schauen uns das mal an. Das in der Zwischenzeit... mal verändert. Ich habe diesen 6er-Kistenblock habe ich weggenommen, denn der hat bloß 24 Plätze. Ich hätte gedacht, jede Kiste hat 24. Nein, das war die Gesamtmenge. Und von daher ist es viel weniger als so ein Schrank, denn der hat 48. Ja, und das ist einfach der Grund, warum wir dann das hier geändert haben. So, wir können dann nochmal schauen, ob wir hier hinten vielleicht noch was reintun können. Da können wir da noch ein bisschen Lagerplatz machen oder am Fenster oder so. Müssen wir mal prüfen. So, ich würde jetzt hier erstmal die Elektronik soweit reintun. Halt, die lasse ich mal an der Person. Und alles, was so dazugehört, was wir draußen auch so hatten. Bisschen Plastik etc. etc. So, mit den Metallen ist es leider so hier, dass wir davon ein wenig viel haben. Vielleicht könnte man auch das mal rückgängig machen. Dann hätten wir nämlich ein bisschen mehr Platz. Und könnten das dann wieder hier reintun. Das wäre vielleicht mal eine Idee, dass wir das mal tun. Aber da müssen wir, glaube ich, an den Ofen. Zur Metallurgie lässt sich jetzt leider nicht ändern. So, der ist erstmal weg. Okay. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht da so eine Hast auf die Viecher machen, aber... ein bisschen müssen wir sie dezimieren, wie es scheint. Okay, das bringt dann doch mehr Ressourcen, als wenn wir es so verarbeitet gelassen hätten vielleicht. Ja, bringt erheblich mehr Ressourcen. Ah, war jetzt nicht unbedingt so der Brüller, aber okay. Dann müsste man mal schauen, ob man vielleicht allgemein oben ein bisschen mehr... kann ich hier eigentlich noch was upcraften? Warum haben wir das nicht gemacht? High Precision. Weil ich das umgesetzt hatte, ne? Ja, aber ich muss es sowieso nochmal umsetzen. Dann können wir uns das sparen. So. Okay, dann machen wir hier ein bisschen Ordnung. Dann ist das halt so. Und ich werde aus dem Burgturm dann noch das holen, was wir dann hier brauchen. Ne? Ihr seht es ja. Wir können das mal auffüllen. Ja, und ihr seht, es ist trotzdem viel zu viel, was wir haben. Jetzt wäre die Frage, dass wir einfach mal ein paar Barren herstellen. Dass wir ein bisschen was von den Materialien wegbekommen, ne? Ich glaube, das war einer zu viel. Ja, schauen wir mal. Gut, ich würde sagen, wir prüfen mal, was wir hier davon jetzt herstellen können. Wir haben... ja, machen wir einfach mal ein bisschen was. Auch von dem Brass. Dann ein bisschen Bronze. Ich denke, da geht was. Duralumin brauchen wir eigentlich immer. Weißes Gold. Wir haben kein Silber mehr. Okay. Schön, wie sich das hier füllt, ne? So, okay. Gut. Gut, ich nehme das nochmal mit. Und dann kann ich vielleicht nochmal draußen am Ofen was machen. Dann machen wir dort noch ein paar Barren. Und dann haben wir wieder ein bisschen Luft. Warum soll man nicht die Barren ausnutzen, wenn wir sowieso davon genug rumliegen haben? Also geht's los. Ja, Chromium brauchen wir demnächst wieder. Ich weiß nicht, ob wir das
rausbekommen aus der Anlage, aber ja. So, da haben wir da auch wieder was. Sehr schön. Und wenn wir das umgesetzt haben, wenn wir den Ofen auf die Brennstoffzelle ummodeln, dann sind wir das Problem auch los. So, wunderbar. Okay, ja, muss halt sein, ne? Was willst du machen? So, der nächste Schritt wird dann auf jeden Fall sein, dass wir uns Teile vorbereiten für den Weltraum. So, und ich probiere jetzt mal, ob das jetzt alles mehr oder weniger passt. Halt, das nicht. Ne, es passt nicht. Eins ist zu viel. Wow. Ich tue mal das eine Azurnium woanders hin. Wir tun das mal hier mit rein. Und wenn wir das dann brauchen, können wir das gerne hier mit rein tun. So, ich tue das mal mit rein. Das Essen tun wir mal hier rüber. So. So, und das kann ich auch mit rüber tun, jawohl. So, ich würde es trotzdem gerne noch ein bisschen ordnen hier. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Das kann Essen, das Essen und Zeug, das kommt mal rüber. Na, das andere brauche ich jetzt erstmal nicht hier. Was haben wir hier oben noch? Okay, das nehme ich alles mit. Wie sieht es hier aus? So eine Brennstoffzelle nehmen wir uns gleich mal. Wow, geht nicht. Ja, ich glaube aber trotzdem scheint in dem Spiel ein bisschen was im Argen zu liegen. Ich hatte vorhin wieder, wo ich von der Basis weg bin über Nacht, hatte ich hier Bewegungs... also das war fast wie Standbild. Ne? Ich habe das ja manchmal, aber das ist eigentlich nur, wenn die Karte nicht gut geladen ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn man zum Beispiel zu einem anderen Planeten fliegt, hat man das. Oder von einem anderen Planeten wiederkommt. Da kann das auch passieren. Sollte nicht, ist aber so. So, einen nehme ich mal mit. Da werden wir den Buggy aufrüsten. Und dann haben wir die anderen zwei Buggys, die können wir auch noch aufrüsten. So, das können wir mit hier reintun. Oder, ne, das können wir mit beim Essen hin. Genau, dann können wir das mal ordnen. Hier drüben ist die Essensabteilung. Da können wir das alles dazu tun. Ein bisschen Sunny-Zeug, Klebeband. Ja. Rein theoretisch haben wir davon auch richtig viel, ne? Könnte man vielleicht auch mal was mit verarbeiten. So, das können wir noch rüber tun. Da haben wir das in Reserve, das ist okay so. Gut, schöne Sache, haben wir erstmal das. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir da Zeit liegen. Muss aber trotzdem auch mal sein, dass wir das mitmachen. Und ich würde gerne den Buggy upgraden. Einmal hier. Was? Für den Fuel Reactor Upgrade brauche ich das. Wieso brauche ich da keine Brennstoffzelle? Okay, ist mir egal. Dann machen wir 4 Scrap und eine Hose. Das dürfte man alles nicht mehr da haben, oder? 4 Scrap. Und eine Hose. Was willst du mit der Hose? Naja. Ach ja, so. Bam, 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 bam. Einmal davon. Sehr gut. Ich hätte gedacht, wir machen da eine Brennstoffzelle rein, aber wenn er das nicht so will, dann soll mir das auch recht sein. Upgrade the buggy with a protected con. Burn generic fuel items. Routine heat. Replacing the need for hydrogen as a fuel. Warum, wenn ich das hier haben will? Sagst du, das ist nicht? Ich
Verstehe ich nicht. Injuries detected. Aha. Na, geht doch. Naja. Okay. Gut. Sollte jetzt funktionieren, ich weiß es nicht genau, wir werden sehen. So, gehen wir rein hier. So. Okay, gut, den Rest werfe ich jetzt mal hier dazu tun, sofern wir noch einen Rest haben. Das sieht alles okay aus. Die Äpfel werde ich nochmal hier rüber tun. So, und dann passt das schon, denke ich. Okay, gut, dann schauen wir uns erstmal an, was hier die Raumfahrt uns so bereithält. Spacecraft. Space Utility, Spacecraft. Also wir bräuchten wahrscheinlich hier das Habitatmodul. Das Habitatmodul, das bräuchten wir. Da brauchen wir Azurnium. Also das ist eben, wofür wir das Azurnium brauchen. Ne? Vielleicht, wie gesagt, ist es auch so, dass wir Powermodul. Dass wir das erstmal bauen müssen, bevor wir zu den anderen Planeten springen können. Vielleicht müssen wir auch mit denen rüberfliegen, man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Biosphärenmodul, was macht denn das Schönes? Fangen wir mal oben an. Also das Habitat ist ganz normal, das ist das Zentrum der Station. Dann haben wir die Verbindungstunnels, ganz klar. Ein Diversifizierungsmodul, das heißt, wir können hier 1, 2, 3, 4, 5 5 Wege anschließen und den Weg, wo wir kommen, sind also insgesamt 6. Na, schöne Sache. Ein Fenstermodul. Also ein Gang mit Fenster. Dann haben wir ein Observation-Modul, das heißt, wir können da drin uns aufhalten und dann die Area beobachten. Auch nicht schlecht. Skylight-Modul. Okay, das kann man dann zum Beispiel hier dran machen oder oben. Dann kann man auch mal rausschauen, das ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, von den Kosten her geht das alles. Ich finde das jetzt nicht irgendwie übertrieben schlimm. Dann haben wir hier ein Triebwerk. Oh. Fusion Engine that can travel fast distance in a relatively short amount of time. Oh, sehr gut. Da brauchen wir jede Menge Diamanten und... Oh wow, schaut mal. Wir brauchen ein Zirconium Blade and Alloy. Jede Menge. Haben wir nicht. Kein Triebwerk. Super. Und ich muss gleich mal schauen. Nicht, dass uns hier der Schlag trifft. Ja, das Antriebsmodul braucht das. Und das Energiemodul braucht es. Boah. Ja, ohne Energie ist da oben nichts, ne? Okay, also müsste man dann hier erstmal ein Energiemodul wahrscheinlich anschließen irgendwie. Sonst ist da nichts. Gut, dann haben wir hier die Luftschleuse. Die wäre auch relativ wichtig. Also prinzipiell. Okay, wenn wir das Modul nicht bauen, haben wir hier die Sonnenkollektoren. Das ist auch eine feine Sache. Die sind auch machbar. Also bräuchte man nur für das Antriebsmodul eigentlich, ja, 20 Diamanten, 20 Zirconium. Wow, das ist heftig. Aber machbar. Gut, ich würde sagen, das würde ich mal, ja, werden wir uns mal in der nächsten Folge antun, das Ganze. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Und vielleicht können wir schon das ein oder andere dann in den Orbit bringen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. War heute vielleicht nicht ganz so spannend, aber wir haben zwei Buggies. Die werde ich dann mal demnächst hierher bringen. Wir können auch dann demnächst nochmal schauen, ob wir hier noch was anderes bauen können. Aber prinzipiell würde ich jetzt erstmal sagen, unser Ziel liegt erstmal da oben. Denn ich würde mir gerne die anderen Systeme anschauen. Und ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Na? Also sprich die anderen Planeten und Monde, was auch immer. Ja, und dann sehen wir weiter. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf bald.